Hallo, hier mal kurz ein Screencast, wie ich mir eine Integration von einem Cloud-Speicher in Moodle vorstellen könnte. Also was wir hier haben, ist eine Cloud-Speicherlösung, in diesem Fall OnCloud. Und ich habe hier einige Dokumente drin, ich will aber ein neues Dokument erzeugen, deswegen klicke ich hier drauf. Zum Beispiel ein Word-Dokument, ein Spreadsheet, eine Presentation oder einfach eine Textdatei. Ich will einmal ein Dokument erzeugen, zum Beispiel ein Arbeitsblatt. So, jetzt startet OnlyOffice als Cloud-Lösung und ich entwickle hier eine Aufgabe, irgendwas. Wenn Sie die Summe der Zahlen von 1 bis 100. So, das Ganze kann ich natürlich entsprechend noch formatieren und so weiter und so fort machen. Gut, das soll es auch gewesen sein. Wenn ich jetzt das beende, dann sehe ich, dann habe ich hier mein Arbeitsblatt. Na, wo ist es denn? Da ist mein Arbeitsblatt, was ich gerade erstellt habe. Könnte ich natürlich über die Cloud-Lösung teilen und anderen Leuten zur Verfügung stellen. Will ich aber nicht, sondern ich möchte es in Moodle integrieren. Deswegen gehe ich in einen Moodle-Kurs rein und schalte Bearbeiten ein und möchte das Arbeitsblatt nun zur Verfügung stellen. Das Ganze mache ich, dass ich eine Datei zur Verfügung stelle. So, die Datei füge ich jetzt hinzu, muss ich jetzt aber nicht hochladen, sondern kann sie direkt aus meiner Cloud-Lösung integrieren, dass ich sage, das Arbeitsblatt soll genutzt werden und so, nun ist das Arbeitsblatt integriert in Moodle. Ich habe es kein einziges Mal heruntergeladen oder bearbeitet. Wenn die Schüler das Arbeitsblatt haben wollen, klicken sie hier drauf und es wird heruntergeladen. Ich kann es mit Word öffnen und habe hier mein Word-Dokument. Wie gesagt, alles rein, webbasiert,